Hi, heute nehme ich euch mit ins Donautal, genauer gesagt in den Naturpark Oberes Donautal. Ja, und die Anfahrt hier ist schon der absolute Hammer. Ich zeige euch gleich mal ein paar Bilder. Also mit dem Motorrad oder mit dem Cabrio, einfach genial. Müsst ihr unbedingt mal checken. So, jetzt geht's dann los. Dass ihr wieder bei mir reinschaut. In diesem Video möchte ich euch mal meine Heimat ein bisschen vorstellen und euch Appetit machen, hier auch mal herzukommen. Wir sind hier im oberen Donautal und hier sind wir in der Maurushöhle. Die Tour startet an der Mauruskapelle, kurz vor Beuthoven. Dann geht es auf der linken Donauseite bis zu einer Brücke über den Wanderweg und dann auf der rechten Donauseite hier bis zur Höhle. Das ist ein schöner Ausflug für die ganze Familie auch. Bis hierher gibt es keine gefährlichen oder ausgesetzten Stellen. In den Felsen, wenn jeder weiterläuft, ja, dann ist auch Schwindelfreiheit gefragt. Da geht es dann in die Steinhänge rein. Aber hier kommt man also ohne Probleme her. In einer kurzen Tour, eine Stunde ist man da. Taschenlampe nicht vergessen. Die Höhle hat drei Kammern. Einmal hier auf der Seite. Da geht es ein Stück rein, da wird es aber immer enger. Dann links haben wir einen Gang, der ging früher sehr tief rein. Der ist aber nach einer gewissen Entfernung zugemauert, weil da die Fledermäuse übernachten. Und so haben die da wieder die Ruhe dafür. Dann hier im mittleren Gang, da gehen wir jetzt auch noch rein. Da geht es am tiefsten in die Höhle rein. Und da findet man auch Tropfsteine. Das schauen wir uns mal an. Also, geht mit. Wieder ein Stück Anlage. Okay, dann gehen wir da mal rein. Tropft da Wasser und Kalk von der Decke. Hier gibt es schon so was Ähnliches wie Tropfsteine. Ups, jetzt wird es aber eng und ungemütlich hier. Okay, hier geht es dann auch nicht mehr weiter. Außerdem, wie man da sieht, kommt ein riesen Brocken runter. Ist auch da nicht zu empfehlen, da weiterzugehen. Dann drehen wir mal lieber wieder um.
Okay, zurück. Wieder Stück Gangart. Alles super rutschig hier, da müsst ihr aufpassen. Da ist alles total glitschig. Da ist jeder Schritt genau überlegen. Okay. Dann gehen wir mal zum nächsten Eingang. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg hier in den linken Teil der Höhle. Auf dass man noch was sehen kann. Ja, und hier sieht man jetzt, dass da an diesem Tor endet die Tour. Und hier kommen nur noch die Fledermäuse durch. Ja, die Höhle ist hier relativ hoch und überall bilden sich auch Tropfsteine. Und es hat ordentlich geregnet. Deshalb ist es hier auch ziemlich rutschig und überall tropft auch Wasser von der Decke. Hier sieht man auch, wie sich neue Kalksteine hier bilden. Da vorne taucht schon wieder ein bisschen Licht auf. Hier seht ihr noch schön, da sind noch so Ablagerungen. Hier kommen wir jetzt in den mittleren Teil der Höhle. Dann ist es extrem rutschig. Hier ist eine kleine Höhle, da geht es auch nicht weit rein. Da ist hier schon Schluss. Aber hier, das ist was für Entdecker. Da wird es aber dann auch, ja, es die Deckenhöhe immer schmaler. Ist auch so, hier, man sieht es, da kommen natürlich auch von der Decke immer wieder ordentliche Steiner runter, weil im Winter gefriert es natürlich hier. Und ihr seht da hier, das Wasser steht drin durch den langen Regen. Da muss man in Höhlen immer aufpassen. Und vorsichtig sein. Und hier wird man aber dann belohnt. Dann schaut euch das hier mal an. Das ist einfach nur genial. Hier hat es riesen Tropfsteine. Einfach mega. Einfach super. Ja, und das Coole ist, bei Ausgrabungen hier hat man auch Werkzeuge von Steinzeitmenschen gefunden. Also hier unsere Arthur- und Buschkraft-Vorfahren, die waren hier in der Höhle auch
schon unterwegs und die hat den sicher als Behausung gedient. Ja, auf jeden Fall sehr empfehlenswert, die Tour mal zu machen. Hier braucht man auch keine Platzangst bekommen. Wie gesagt, das einzige gute Schuhwerk und dann aufpassen.